Die Romy, Sie dürfen jetzt nicht aufhören. Nee, er hört ja gar nicht auf. Er ist in, Entschuldigung, wenn ich das jetzt übernehme. Jetzt er ist in Urlaub, er hat eine Freundin in Rom. Kannst und du nicht verraten, das ist der 90. Das kann ich machen, wie ich will. Ich habe eine Rom, ist mir scheißegal. So, und er kommt natürlich zurück, ist überhaupt keine Frage. Also jetzt mit der Romy muss er. Oder, Helmfried? Vielen Dank für die Romy, für die freundlichen Worte. Nein, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos, weil damit habe ich nicht gerechnet unbedingt, dass wir es kriegen. Also ich freue mich wahnsinnig. Und mit dem Rückkehr des... ja, werden wir sehen, oder? Thema jetzt. Ja. Ich würde es schon thematisieren. Okay. Man kann es ruhig mal in die Kamera sagen, er wird zurückkommen. Wir hoffen doch. Ja, das ist natürlich ein Wahnsinnsgefühl. Das ist natürlich ein Wahnsinnsgefühl, wenn alle hoffen, dass man zurückkommt. Also wenn man gerade, wird das nämlich gesagt, Gott sei Dank ist er weg. Ja, denk also, an Bobby Ewing, ja, der plötzlich unter der Dusche stand. Das kann bei dir genauso sein. Obwohl lieber nicht unter der Dusche. Nee, das machen wir nicht. Naja, kommt drauf an, vielleicht im Mantel. Sieht aber auch komisch aus. Ihre Tante hatte schon, also die Christiane Hörbiger hat schon 7 Rommis. Ist das jetzt die Aufholjagd? Ja, ich fange jetzt an und mit 95 habe ich die Chance, dass ich vielleicht die 8. kriege. Wissen Sie schon, wo sie hinkommt, die Romy? Weißt du es? Ich glaube, ich stelle die auf meinen Schreibtisch so vorne drauf, so hinter dem Computer. Ich habe so ein großes Trophäenzimmer, wo meine ganzen Skipokale und Tennispokale stehen und da aus der Jugend allerdings. Und da kommt er wahrscheinlich daneben. Ich habe ja vorher schon ein Interview geführt mit ihm, der mir erzählt hat, wie Sie in der Schule waren. Jetzt würde ich gern wissen von Ihnen, wie er in der Schule war. Der Helmfried war eine freche Sau in der Schule im Gegensatz zu mir. Ich war eher schüchtern. Oder was hast du gesagt? Ja, ich habe gesagt, ich kann dich als Schüler nicht so beurteilen, weil wir nicht in einer Klasse am Unterricht teilgenommen haben. Aber ich weiß, dass der Helmfried war eine richtig freche Sau. Und hat sich auch mit vielen Lehrern angelegt, wie er es jetzt auch mit Regisseuren oder Produzenten tut. Deswegen bin ich ja eigentlich auch weg von der Serie. Kurz übergangsweise. Im Urlaub. Aber es wird spannend, was dann passiert, wenn er weg ist. Genau. Vor allem, was dann passiert, wenn er zurückkommt. Dankeschön. Bitteschön. Danke vielmals und Gratulation. Danke. Danke.